Beste, was dann in Angebot kommen kann, wäre ein Mähdrescher. Gut, für die Schafe und so braucht man ja nicht, ne? Aber für die Hühner und dann. Ja, ist aber schon lang nichts gewesen. Ich glaube, zwar erst ein oder zweimal. Das teuerste. Der Rest geht ja dann. It's raining man, hallelujah, it's raining man, oh yeah. Danke. Okay. Grasallergie. Boah. Boah. Na, die Bälle da am Anfang sind schon zu 40% gegärt. Einer der ersten Bälle. Was denn? Ich habe ein paar Silage-Bälle umgedreht. Jetzt rollen sie davon. Beim Wenden vom Traktor bin ich angestriffen und dann hat es aufgestellt. Bist du schon am zweiten Feld? Komm, oder? Noch am ersten? Bin noch am ersten, aber ich bin gleich am zweiten. Wie muss ich denn da losfahren? Da muss ich dann ganz auf der anderen Seite losfahren, gell? Das zweite? Am zweiten Feld. Hin und her. Eine Bahn. Also ich dachte, da bist du unten gefahren. Wegen Wenden. Ja, yeah, aber... Also unten habe ich ja schon gemäht gehabt in den ersten zwei Runden. Weiß ja nichts mehr. Okay. Ich bin runtergefahren. In die kahle Fläche, wo du schon gepresst hast, runtergefahren und auf der anderen Seite wieder rauf.
Achso, jetzt bin ich am Feld, am zweiten. Glaube ich. Was da schon das Punkt zu atmen ist. Ja, oh ja, ist vom zweiten. Wie haben wir schon? Wir haben 94 Ballen. Mhm. Oh. Fast 30 mehr als Punkt. Mhm. Hättest recht haben, vielleicht mit die 120. 150 habe ich gesagt. Oder 150? Okay. Na, ich glaube, das ist zu viel. Aber schauen wir mal. Vielleicht geht's ja. Mal schauen, wie viel du auf einer Länge zusammenkriegst. Back. Wie ich sehe, bist du fertig. Jo. Bin nicht. Was wir uns auch vielleicht überlegen sollten, ist so einen zweiten Ballenwagen, Ladewagen. Ich weiß nicht, zu zweit wird es nicht. Meine, ja, ich brauche noch, aber. Na gut, eben, bis du wieder fertig bist. Habe ich die. Ladst es mal links und rechts vielleicht doch ab. Dort. Ja, und da war die Traktoren halt das hingestellt. Ballen hinladen. Upsi. Zwei und drei Viertel Ballen. Wo? Oh. Jetzt war ich gleich in Hundertsten. Du doch zuerst einsammeln und dann machen. Weil? Es ist sonst zu kompliziert. Macht sonst zu viel Wiese kaputt. Ja, stimmt. Du musst eigentlich immer das hochheben. Ja. Gut, wenn wir mal eine Sämaschine haben, ist das kein Problem. Dann können wir die Flecken hier ausbessern. Kurz. Das ist der Wahnsinn. Bei uns sagt er immer, er kann erst ab 8. Und jetzt spielt wieder er schon. Spyro. Ja. Wieder ein neues Spiel. Baldur's Gate spielt aus. Ja.
Aber er hat ja kein Geld. Ja, spiel die mal an, spiel fertig. Du, wahrscheinlich ist der Speedrun und wir wissen es nicht. Mich würde ja interessieren, ob er Dead Island fertig gespielt hat. Wieso Dead Island? Das machen wir doch noch fertig, oder? In zwei, ja. Ah, den hat er sich schon geholt. Gleich zu Release. Okay. War da mit Ingo einmal gespielt und dann hat mir Ingo erzählt, seitdem hat er nicht mehr mit ihm gespielt. Ich würde interessieren, ob er es einfach lassen hat, oder? Alleine durchgezogen hat. Aber geil, heute habe ich wieder mal 4 Stunden Assassin's Creed durchgezogen. Bis da, jetzt bin ich in irgendeiner anderen Sage. Bist du aber, das ist geil gemacht. Habe ich eh gesehen, aber das mehr nicht. Wenn wollen. Ich hab da eh was gesagt dann. Ja. Irgendwann dann, wo ich schon wieder weg war wahrscheinlich. Bei dem einen Rätsel bin ich urkränkt. So, was musst du da machen? Da musstest du so Lichter ausrichten. Dass du zu einer Quelle kommst. Ja. Aber ich möchte dich nicht spoilern, weil du möchtest das ja selber mal spielen. Bis ich das Spiel über vergessen. Aber da kann ich dir die Disc dann auch fix geben. Das wird ja noch dauern, bevor ich das Spiel für ihn ja noch ganz andere ist als ein Screen-Teil. Gut, das brauchst du aber nicht unbedingt. Aber ich würde trotzdem Odyssey vorher spielen. Achso? Ja, weil es in der Reihenfolge so. Gut, das ist eine andere Story. Ja, war schon, aber trotzdem würde ich es gerne. Weil ja das okay. Spiel wieder weiterentwickelt ist, weißt du? Ja. Hat dann wieder ein, zwei neue Feature drin. Ah, ich möchte schon, dass ich die Woche auch mal Industria jetzt einmal anfange. Ich hab's jetzt eigentlich gedacht, du machst das Flugspiel eben, weil du es schon gespielt hast. Ja, das ist so zwischendurch. Ja, weil du gesagt hast, du möchtest es auch irgendwann, deswegen habe ich gedacht. Ja. Ja, das möchte ich auch. Aber ist das ist so ein kleines Spiel, sag ich mal. Das ist, wenn ich mal eine halbe Stunde vorher oder dreiviertel Stunde früher aufhöre. Dann kann ich das noch machen, so in die Richtung ist das. Aber da habe ich mir jetzt eben auch vorgenommen, dass ich keine so lange Strecke fahre. Machen. Was denn? So eine lange Strecke zu fahren. Ach so, ja. Du bist jetzt wieder bei Euro Truck Simulator. Ja. Da weiß ich. Na, Alter, den Baum hat er da liegen. Alter, die Bäume hat er da liegen lassen. Wie soll ich die? Ich glaube, ich trage die zurück. Aber genau in der Grasspur, Alter. Ich weiß, ich hab's ja mitgeführt. Truck Simulator weiß ich hier auch noch nicht, wie ich den Modus mache. Also, wie oft ich das hochlade. Bitte? 2026. Nein. Nein. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich Folgen mache, dann noch extra oder ob ich das nicht als Stream lasse. So machst du es.
zeichnen Baum auch mit. Und du könntest ganze Reisen machen. Was meinst du? Ja, eine Reise. Ja, eine LKW-Fahrt. Eine LKW-Fahrt, meinst du? Genau. Das habe ich mir auch überlegt. Ich habe jetzt bei mir eine neue Rubrik eingefügt. Ja. Irgendwie Langzeit-Let's Plays oder so. Oder Langzeitprojekt oder irgendwie so. Ja. So, wo du Saat ist und so reingibst du was. Mhm. Oder unsere FIFA-Sessions. Oder so. Das ist eh krass. Jetzt läuft gerade die 11. Champions League der Einzelfolgen, der Einzelspiele. Der Autonomus ist schon wieder im Angebot. Ja? Bitte? Der Autonomus ist schon wieder im Angebot. Ich bin mir sicher, Alter, dass der dann nicht und nicht kommt, wenn ich ihn haben möchte. Jetzt ist das eine Spiel, was du wolltest im Early Access. Ein bisschen verbilligt. Dieses China Dynasty da. Ja, verbilligt schon? Ich paar Euro, glaube ich, ja. Ich glaube so 10 oder 20% oder so. Trotzdem krass. Ja, das machen wir gerade. Weil das ist ja. Erst vor 3 Tagen rauskommen. Echt? Ja, 10. August. Jetzt schon im Angebot ein bisschen. Geil. Ich glaube, da kostet es nur 20 Euro oder so dann. Ich glaube 21 oder so ist dann. Lust auf Medieval. Bitte? Muss verliere ich vielleicht die Lust auf Medieval. Also doch, das gleiche ist eigentlich. Das ist das gleiche, anderes Setting. Ein paar Sachen werden anders sein. Hier und sowas. Papierhäuser. Reis. Da fliegt der Reissackel um dann. Wie gesagt, ich glaube, bis wir die Reise antreten, in Eurotrack, da wird es schon dauern. Da hast du vielleicht dann auch die restlichen DLCs. Ja, vor allem, das ist jetzt so ein Spiel, ich sage mal, dass ich suche das nicht so wie du, eigentlich bin ich drauf gekommen. Weil ich jetzt ehrlich eh wieder viel zu viele Spiele habe.
Na gut, mit diesem Jahr habe ich hier nicht gerechnet. Dass Bitte? Wir das noch machen. Mit diesem Jahr habe ich hier nicht gerechnet, dass wir das noch machen. Ach so. Okay. Naja, bis du jetzt mal gespielt hast. Ja. Und du musst ja auch die ganzen Städte freischalten. Du kannst ja nur Aufträge in Städten annehmen, wo du schon mal warst. Also, wenn du noch nie am Rand einer Karte warst, wirst du auch noch nie von dort einen Auftrag irgendwo runterbekommen. Gut, das heißt, da muss ich dann von Wien oder so irgendwann einmal einen Auftrag dorthin bekommen. Ja, oder immer stückelweise, keine Ahnung. Ja. Was ich mir auch gedacht habe, ist, dass ich immer hinfahren muss eigentlich, aber ich spawn dann immer direkt dort. Wahrscheinlich, wenn ich den eigenen LKW habe, muss ich dorthin fahren, oder? Man spawnst du auch, kannst auch schnell Reise machen. Kostet halt immer Geld, aber. Ich habe am Anfang habe ich die Aufträge so gelegt, dass ich von der Stadt habe ich dann einen Auftrag angenommen, wo ich dann wieder wegfahre. Da bin ich auch nicht spawn eigentlich. Ja. Da wird immer der, der am meisten abwirft. Ja. Am Anfang. Ich bin jetzt nach Warschau gefahren, das letzte Mal. Das war das weiteste eigentlich. Von Wien oder was? Nein, von wie heißt das? Ostrov oder so? Ah, Tschechien. Mhm. Von Wien geht es sich wahrscheinlich von den Kilometern noch nicht aus. Okay. Aber wirklich jedes Mal 160 Euro fürs Licht zahlt. Wer hast noch? Ich bin gerade in der 9. Bahn. Also die 9. habe ich noch und dann noch 8 ganze. Wann haben wir schon? 120. Ja, könnte sogar ausgehen. Einfach, wo ich die alle hingeben soll. Zumindest in der Nähe irgendwo hin. Nun Feldhäcksler ist im Angebot. Hey, gib mir mal eine Icarus. Wo war es denn? Schau mich jetzt nicht so an, dass ich das gesagt habe, Penny. Ist der kleines Gefrast, hä? Der Bauernhofhund ist ein kleiner Gefrastzackel ab und zu. Sag, ist das eigentlich ein Problem, wenn wir sie mitnehmen? Oder? Nein, okay. Wir passen eh auf Englia. Okay, Hunde. Sie hat sie zum Fressen gern.
schon, was sie da macht. Nein. Hörst du mich wieder? Hm? Hörst du mich? Okay, passt. Hat sich auch in irgendwo eingesperrt, weil du bei mir liegst. Oder hat's geschimpft? Wirklich. Sonst ist sie immer bei der Daniela oder oft. Jetzt ist sie vor mir zu mir gekommen. Wow, das sind drüben alle Bälle. Ah nein. Ganz, aber ich habe jetzt schon eine fünfte Wagen jetzt schon. Wow. Echt ja, krass. Deswegen brauchen wir keine zwei, weil. Ja, weil ich brauche noch ein bisschen Loch. Und sammeln geht dann schnell. Bist du mit Frauchen bald einen Spaziergang machen, ha? Ich glaube, das ist eine skandinavische Map. Die Nächte dauern ewig. Manche sind fertig. Bitte? Manche sind da sogar schon fertig. Was ist, habe ich da gesagt. Achso, dass die Zeit jetzt ein bisschen weiter dreht, schneller. Die Zeit nicht weiter. Das heißt, was auf 15. Will ja, was in der Nacht ist. Nacht ist immer schneller. Automatisch? Mhm. Ah, okay, das ist mir noch nie aufgefallen. Na Leiband, da will man durcharbeiten und dann wird man von der Zeit her betrogen. Man, du kannst auch umstellen. Hat länger. Nein, nein, passt schon.
Hat's was ausgefressen gehabt? Hat sie was ausgefressen gehabt bei dir? Weil sie sich auf einmal zu mir gelegt hat. Weil sie sich auf einmal zu mir gelegt hat. Ach so. Sieht übrigens das Halsband noch drüber, hast du das eh gesehen? Das Gelbe. Jetzt weißt du's. Bitte? So, jetzt bin ich dann bald.